Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich bin auf dem Weg zu frühstücken zusammen mit ihr. Hallo. Und ja, mal gucken, was wir jetzt frühstücken. Ich bin mal gespannt. Und danach gehe ich auch gleich zur Trainstation und dann fahre ich nach Hiroshima, Leute. Also nach Kyoto fahre ich auch noch, aber erst später. Zum Frühstück. Ich bin mal gespannt, wie die hier sind. Wir haben gegessen und die Ramensuppe war einfach so verdammt lecker. Ich habe noch nie so eine geile Nudelsuppe gegessen, Leute. Und ja, wir laufen jetzt noch ein bisschen hier durch Osaka und dann gehe ich auch schon zur Zugstation und fahre nach Hiroshima. Mal schauen, wie das wird. Ich hoffe, dass ich mit diesem Bullet Train fahre, der so übel schnell unterwegs ist. Bin ich mal gespannt, wie das wird. Wir waren jetzt gerade im Hostel, ich habe meinen Rucksack und so geholt und jetzt laufen wir zur Number Station und da, also sie bringt mich sogar hin, was richtig nett ist von ihr. Und ja, dann nehme ich den Zug nach Hiroshima und wir haben jetzt schon 2 Uhr nachmittags, eigentlich wollte ich viel früher los. So, jetzt bin ich an der Train Station und ich muss irgendwie noch 2-mal den Zug wechseln, bis ich endlich am richtigen Bahnhof bin. Nach irgendwie 4-mal umsteigen bin ich endlich am richtigen Bahnhof und jetzt gehe ich zum Shinkansen, also zum Bullet Train. Alter Leute, gebt euch mal den Zug. So krank sieht das Ding aus. Ich bin so begeistert, auch die Ausstattung von dem Zug. Jeder hat Strom, alles ist so gut organisiert, so sauber. Die Japaner sind uns einfach sowas von voraus, das ist unglaublich. Und jetzt muss ich erstmal ein Hostel finden. Japan ist einfach so extrem einfach zu bereisen, das ist unglaublich. Alles ist so logisch und alles hat so viel Sinn. Die ganzen U-Bahnen, die ganzen Züge, ist alles so gut durchdacht, ist einfach krass. Und ja, Maps.me kann ich nur empfehlen, weil SIM-Karten sind hier relativ teuer. Ich habe im Hostel eingecheckt und jetzt gehe ich mit Maxime aus Frankreich, gehen wir was essen und wir wollen irgendwie, what is the food called again? Okonomiyaki. Okonomiyaki wollen wir essen gehen, das ist auch... Hier gibt es irgendwie so eine spezielle Version davon in Hiroshima und die soll ganz lecker sein. Bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Das ist jetzt mein Essen, ne? Richtig geil, Mann. Das sind so gebratene Nudeln mit Zwiebeln und Käse und allem Möglichen.
Wir haben gegessen, Leute, und ich schwör's euch, das war mit eins der besten Dinge, die ich jemals in meinem ganzen Leben überhaupt gegessen habe. Also das Beste an Japan ist eigentlich wirklich die Küche. Es war so verdammt lecker. Ich kann es in Worten nicht beschreiben. Es ist einfach so gut gewesen. Und jedes Mal, wenn ich japanisch essen gehe, da denke ich immer alle, in Deutschland kennen immer alle nur Sushi. Und hier, das Zeug, was die hier essen, ist so viel besser wie Sushi, Leute. Also, wenn ihr nach Japan geht, ihr müsst auf jeden Fall alles probieren, was es gibt. Ich hatte bis jetzt nichts, was auch irgendwie nur ansatzweise schlecht geschmeckt hat. Also, echt Hut ab von der japanischen Küche. Es ist jetzt schon, nach 3-4 Tagen, meine Lieblingsküche überhaupt. Also, meine allerliebste Küche weltweit, Mann. So geil. Und jetzt geht's zurück ins Hostel. Ich bin wieder zurück im Hostel, Leute. Ich muss ein bisschen leiser reden. Ich bin schon ein bisschen hier in meiner Schlafkapsel drin. Und ich habe mich gerade bei PayPal angemeldet und er hat mir schon wieder 5 Spenden geschenkt, ihr Verrückten. Der Bastian hat mir 5 Euro gespendet und schreibt, ich soll mir irgendwie so ein Melonenbrötchen kaufen. Ich schau mal, ob ich das finde. Und ja, dir wünsche ich auch frohe Weihnachten und vielen, vielen Dank für deine Spende. Der Jaffa hat mir 10 Euro gespendet und er ist einfach mal nur 8 Jahre alt. Richtig süß, richtig cool. Vielen, vielen Dank dir. Und er hat mir von seinem Vater seinen PayPal-Account gespendet, weil er selber keinen hat. Richtig, richtig cool, Mann. Vielen, vielen Dank. Und euch auch frohe Weihnachten. Und ja, Mann, vielen, vielen Dank für die Spende, Mann. Der Tim hat mir 18,95 Euro gespendet und wünscht mir frohe Weihnachten. Vielen, vielen Dank, Tim. Und ja, Mann, Japan ist echt wirklich richtig teuer. Aber es geht eigentlich. Ich dachte, es wäre teurer. Aber ja, man gibt schon jeden Tag irgendwie so 50 Euro aus. Und ja, Mann, vielen, vielen Dank, Tim. Die Monika hat mir auch 5 Euro gespendet. Vielen, vielen Dank, Monika. Und ja, Mann, die Pakistan-Videos sind auch meine persönlichen Favoriten. Die Annika und der Thomas haben mir 20 Euro gespendet. Richtig krass. Vielen, vielen Dank euch zwei. Und ich wünsche euch natürlich auch ganz frohe Weihnachten und ein schönes Fest. Und ja, Mann, Pakistan war schon cool. Und Iran, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, bis ich da hinkomme. Wird wahrscheinlich erst Mitte des Jahres. Ich muss mal gucken, wann das wird. Aber ich glaube, das wird ganz cool, Iran. Und Usbekistan ist, glaube ich, auch echt ganz geil. Da hätte ich auch voll Bock drauf. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß in Usbekistan. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es so war, wenn ihr dort wart. Weil es interessiert mich wirklich. Und ich schaue mal bei euch auf Instagram vorbei. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr Bock habt. Und morgen schauen wir uns dann mal Hiroshima an und auch ich erzähle ein bisschen was zu der Geschichte und wie das dann damals war. Und ich würde sagen, ja, bis morgen. Ciao.